Kinder sind unsere Zukunft. Doch angesichts massiver Zuwanderung stellt sich die Frage, wie diese Zukunft aussehen könnte. Eine neue Anfrage der Freiheitlichen im Oberösterreichischen Landtag hat ergeben, dass also die Zunahme der nicht deutsch sprechenden Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich wirklich erschreckend ist. Man sieht, dass also ein dringender Handlungsbedarf besteht. Flächendeckend in ganz Oberösterreich gibt es immer mehr Schulklassen, wo Kinder mit nicht deutscher Muttersprache unter sich sind. In der Otto-Klöckl-Volksschule in Linz sind 8 Schulklassen mit einem über 80% Anteil Schüler nicht deutscher Muttersprache. 2 Klassen haben gleich gar keinen Schüler, dessen Muttersprache Deutsch wäre. In der Goethe-Schule in Linz sind 3 Klassen mit über 80% und 5 Klassen mit 100% Zuwanderern. In der Grillparzer-Schule sieht die Lage nicht besser aus. Ebenso in der Stelzhammer-Schule in Linz. Doch auch Schulen außerhalb der Landeshauptstadt sind von der Überfremdung betroffen. Beispielsweise die Volksschule in Adnang-Puchheim oder die Volksschule in Heid-Ansfelden. Und auch das als idyllisch geltende Mühlviertel ist betroffen. Im Bezirk Perg gibt es 3 Klassen mit über 80% Schüler nicht deutscher Muttersprache und immerhin 2 Klassen mit 100% Zuwanderern. Dass die Oberösterreicher dies nicht wollen, zeigt eine Umfrage des OGM-Instituts. 61% empfinden die Integration als nicht gelungen. Die aktuelle Kampagne der FPÖ fordert daher erst Deutsch, dann Sozialleistungen und auf die Schule bezogen. Deutsch als Amtssprache soll in den Schulen natürlich auch gelten, auch in den Pausen. Das geht in Mödling zum Beispiel in einer Schule und wir haben das schon mehrmals beantragt und wir hoffen, dass nun auch die anderen Parteien hier mal einsichtig werden und unsere Anträge auch entsprechend positiv verfolgen.